So, heute Morgen habe ich Besuch von zwei Männern, die sich wie Bolle auf den ersten Advent freuen. Nicht, weil dann endlich das erste Kerzchen angeht, sondern weil dann endlich ihr Projekt an die Öffentlichkeit tritt, so richtig groß und live. Lyriklieder heißt das Projekt und es ist ein Zusammentreffen von Musik, von Kunst und Lyrik. Uli West und Jörg Wollenberg sind Teil des Projekts. Erstmal guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Uli West aus Wattenscheid, wofür bist du zuständig in dem Projekt? Ich habe das ganze Projekt initiiert und bin in dem Bandprojekt, dann bin ich Keyboarder. Keyboarder. Und du? Ja, ich bin ein bildender Künstler. Ich komme aus Hattingen. Und ich vertrete hier auch meine anderen fünf Künstlerkollegen. Also Künstler seid ihr ja irgendwie alle, aber du machst dann tatsächlich keine Musik oder du wohl, aber du bist da zuständig für? Ich bin zuständig für die Malerei. Für die Malerei, die gleichzeitig zu sehen sein wird, während die Lyriklieder ganz gesungen werden. Genau. Reden wir gleich drüber hier bei uns bei Radio Bochum beim Frühstück mit. Ich bin Katja Leistenscheider. Schönen guten Morgen wünsche ich. Ich habe Ihnen ja schon erzählt, heute Morgen beim Frühstück habe ich Gäste, die sind bester Dinge, Uli West und Jörg Wollenberg sind da. Sie haben nächste Woche Premiere mit einem Projekt, das man erklären muss, glaube ich. Uli West kann das ganz gut, denn du hast das Ganze so angestoßen. Was für ein Projekt ist das, was ihr da vorhabt? Ja, wir machen wirklich ein ganz großes Projekt, nennt sich Lyriklieder Live, ist ein Rockkonzert mit vertonten Gedichten und gleichzeitig eine Ausstellung von verschiedenen Künstlern, von ganz unterschiedlichen Genren, Maler, Fotografen, aber auch ein Videokünstler ist mit dabei. Wie bist du darauf gekommen? Also wie ging das los? Ich habe das gar nicht so gewollt. Eigentlich wollte ich gar nicht. Ja, sagen Sie mal alle. Ich bin da nicht schuld dran. Nein, also ich wollte eigentlich meine musikalischen Ideen von früher, wollte ich die retten. Und einfach mal archivieren. Und ich bin aber überhaupt kein Texter. Also ich kann überhaupt keine Texte schreiben. Und dann habe ich gedacht, wie kriege ich meine Lieder, weil es sind Lieder, auch umgesetzt. Und dann habe ich gedacht, es gibt ja Gedichte, haben ja schon andere vorher was gemacht. Das kannst du ja nutzen. Immer schön beim eigenen, bei dem bleiben, was man kann. Ne? Und gucken, was können die anderen besser. Also das wäre auch nicht gut gegangen. Und mit den Gedichten ist es wirklich wunderbar gegangen. Das war zwar nicht leicht, immer die passenden Gedichte zu finden. Wo hast du denn geguckt? Zum Teil in der Watz, wenn da was ist, gucke ich immer mal rein. Zum Teil natürlich in Gedichtbänden. Borchardt liebe ich einfach, da sind auch ganz viele Gedichte von. Und dann aber auch im Internet gesucht. So. Also aber nach einem bestimmten Genre oder sollte das schon eine bestimmte Sprache sein, die man also heute gut verstehen kann oder? Nee, das war mehr, was passt dazu? Und das war gar nicht so leicht. Ich hätte gerne ein Gedicht auch von Rilke gehabt. Das passt aber irgendwie nicht zu meinen Liedern. Dann habe ich manchmal gesucht bei Goethe, Nietzsche und was weiß ich. Und plötzlich passt ein Gedicht und manchmal aber auch nicht. Also ich hatte zum Beispiel bei einem Lied, heißt von uns das grau-grüne Großstadtlied. Und das hat, glaube ich, fünf verschiedene Gedichte erst gehabt, bis dann das Richtige dazugekommen ist. Hast du denn dann deine Musik nochmal angepasst? Das waren alte Musikideen von dir oder musikalische Ideen von dir? Also zum Teil ist das angepasst worden an die Gedichte. Zum Teil habe ich aber auch die Gedichte ein bisschen angepasst an die Lieder dann. Also es gibt zum Beispiel das Lied von der Moldau. Das ist ein Gedicht von Bert Brecht. Und das habe ich so an ein Blues-Schema angepasst. Und dadurch passte das auch wirklich gut zusammen. Aber du hast jetzt nicht in Bert Brecht rumgekommen. Gefuscht. Das ist ein bisschen verändert worden, doch. Oh, aber okay. Robert Schumann hat das mit den Gedichten von Müller auch gemacht. Und okay, hast du gesagt, wenn der das darf, dann darf dann ich das auch. Komme ich vielleicht mit einem blauen Auge. Aber auf unserer Webseite www.lyriklieder gibt es die Gedichte auch gesprochen. Ja. Also da hat der Marcel Höfs, Sprecher und Schauspieler aus Köln, da hat er die Gedichte auch im Original gelesen. Ohne deine Veränderung. Ohne meine Veränderung. Und dann kann wunderbar. Man, also ganz und wer dann zum Konzert geht, dann kann ich das vorher auf eurer Webseite anhören und dann im Konzert überlegen, wo haben sie jetzt drin rumgeschnibbelt. Okay. Und also, dann ein Buch rufen. Nein, vielleicht tut es dem Ganzen ja sehr gut. Weiß man ja nicht. Das erfährt man ja dann erst. Ne? Das heißt, also da ist schon mal die Kombination entstanden aus Lyrik, also aus altem in der Regel, ne? Und auch altem, also da aus und Musik. Genau. Musik. Und dann habt ihr noch was dazu genommen. Ja, dann wollten wir das natürlich irgendwie auch veröffentlichen und dann war der leichteste Weg, das auf Facebook zu machen. Und auf Facebook muss man ja irgendwelche Bilder präsentieren. Ja, und dann habe ich gedacht, wie kann man das präsentieren? Und ich hatte von meiner Ex-Frau noch ein Bild da, das war ein geklöppeltes, verwesendes Blatt. Und dann habe ich das einfach als Hintergrund genommen zu dem Lied Herbst auf der ganzen Linie. Und das war dann wirklich, passte richtig gut zusammen und das kam auch richtig gut an.
Jetzt hast du es gerade gesagt, Herbst auf der ganzen Linie. Hören wir mal rein und dann reden wir gleich mit Jörg, der ist nämlich auch da. Der Jörg ist einer von der Fraktion, die eben die Bilder dazu steuert, ganz auch genau. Jörg Wollenberg. Jetzt hören wir erstmal rein in Herbst auf der ganzen Linie, weil nur über Musik reden ist immer blöd. Wir hören Herbst auf der ganzen Linie von Lyrik Lieder Live hier bei uns bei Radio Bochum. Gemerkt. Was war das? Das war, sag selber. Erich Kästner war das. Erich Kästner von 1931. Das war der Herbst auf der ganzen Linie. Das hast du wann geschrieben, dann also die Musik dazu? Also die Musik ist schon älter, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, ist aber bestimmt schon 10 Jahre alt, dass diese musikalische Idee da war. Und ja, aufgegriffen habe ich das dann jetzt nochmal vor kurzem. Okay. Erich Kästner interpretiert ja jeder anders. Das fand ich jetzt spannend, das so zu hören. Ja. Jörg Wollenberg, das ist, das ist dann auch eine Grundlage für dich, darauf zu arbeiten? Oder hattest du Bilder, die zu solchen Sachen passen? Oder wie habt ihr die Bilder zu der Musik ausgesucht? Nein, also es sind Bilder, die zu diesen Musikstücken passen, weil ich hocke nicht mal eben eine Woche an einem Gemälde. Das dauert dann schon mal so 2-3 Monate. Ja. Und ich habe natürlich inzwischen ein ziemlich großes Repertoire. Ja. Und ja, der Uli hatte mich angesprochen, bin ich auch super dankbar für diese Chance. Und ja, es sind ja sehr intensive Musiken und Texte. Und ich male natürlich auch sehr intensiv und das passt es. Deswegen wie die Faust aufs Auge. Und, aber ich muss auch sagen, die anderen Künstlerkollegen, wir sind ja insgesamt 6 bildende Künstler. 6 bildende Künstler und wie viele Musiker? 9. Die Band ist immer größer geworden. Oh, okay. Über 9. 15. Ja, kleines Ensemble. Also. Nein, es ist wirklich ein Riesenaufgebot. Ja. Und ich möchte auch einfach mal sagen, ich durfte bei einer Probe jetzt dabei sein. Und das wird ein ganz spannendes Gesamtkonzept, weil alleine jetzt von uns Künstlern, es ist ein Fotograf dabei, ein Videokünstler. Wir sind 3 oder 4 Malende, also von der Malenden Fraktion, genau. Und es gibt wirklich in allen Formaten, Größen und in ganz verschiedenen Techniken, wir haben ungefähr 30 Werke da in der Kirche. Und, die gleichzeitig ausgestellt werden, genau, und genau. Projiziert aber auch, oder? Ja, genau, die werden dann auch noch während der Lieder hinter der Bühne projiziert, wenn das dann alles gut geht. Dann hinter der Bühne, das müssen wir vielleicht auch noch sagen, die Bühne ist in der Kirche, in Wattenscheid, genau. Und zwar in der St. Nikolaus-Kirche, das ist eine entweihte Kirche an der Westenfelder Straße. Habt ihr schon geprobt da? Nee, das wird am Freitag sein. Freitag machen wir da die Generalprobe. Kann ich vielleicht auch sagen, diese Generalprobe wollen wir für interessierte Schüler aus den Schulen der Umgebung. Und das sind ja einige, ne? Hoffen wir. Ja. Einige Schulen, ich hoffe auch, dass einige Schüler da vielleicht Interesse haben. Weil wir proben so und so und dann können die umsonst an der Probe dran teilnehmen. Also wer da Interesse dran hat, der meldet sich einfach bei uns info@radiobochum.de oder bei den Lyrikliedern. Genau. Sag nochmal eure www.lyriklieder.de. Genau. Da kann man dann auch über Kontakt mich anschreiben. Wir reden gleich weiter hier beim Frühstück mit am Sonntagmorgen. Schönen guten Morgen. Und Uli West ist da zusammen mit Jörg Wollenberg. Beide gehören zu Lyrik Lieder Live. Und eigentlich hatte der Uli gedacht, er schafft kein Brötchen, er isst das hinterher. Aber dann geht doch. War ne? so lecker, ja. Ja, war doch so lecker. Und es ist auch gar nicht so schlimm im Radio, wie man erstmal denkt. Ne? Können alle machen. Können alle machen. Also das nur so mal als Motivation für den Fall, dass Sie meinen, Sie müssten mal kommen. Können Sie? Es ist gar nicht schlimm. Die Frau Leistenscheider beißt gar nicht. Die sagt, nett. Guten Morgen. Nett und lecker. Zum Frühstück haben wir eingeladen und es sind gekommen die Lyriklieder live. Zumindest 2 von den 15. Da sind einmal Jörg Wollenberg und Uli West sind da. Uli, ihr habt gerade schon erzählt, ihr geht in die Kirche nächstes Wochenende. Also Samstag, Sonntag ist Auftritt, Freitag ist Generalprobe. Und dann gibt es dieses Lyriklieder live, große Projekt zu sehen. Wie seid ihr auf die Kirche gekommen übrigens? Wir haben erstmal die CD eingespielt und der Stefan Grzesiak, der hat die ganzen Lieder auf der CD gemacht. Und danach haben wir überlegt, was machen wir jetzt damit? Soll es dabei bleiben? Und wir hatten beide, der Walter Hüller-Bartel hat die Gitarren eingespielt. Also wir haben das zu dritt damals erstmal so auf den Weg gebracht.
Und die hatten beide auch Lust, das auf die Bühne zu bringen. Und dann hat der Stefan mit Singing Sound da schon mal gespielt und brachte die Kirche rein. Und dann haben wir uns bemüht und Gott sei Dank. Ist schon ein sehr spezieller Ort, oder? So eine, super, ja. Also, es ist unglaublich schön. Hat Bab schon gespielt, also zumindest Bab, Frontmann von. Genau, ne? Wolfgang Niedecken war da, der Dalai Lama war da. Boney M. hat wohl auch mal da gespielt. Okay, also ihr tretet in ganz große Fußstapfen. Gut, dass ihr so viele seid. Ihr seid 15 Mann, haben wir gerade schon gehört. 6 bildende Künstler, 9 Musiker. Das ist aber eine besondere Zusammensetzung, die ihr da habt als Musiker, ne? Ja, also erstmal haben wir einen wirklich sensationell guten Gesang. Der Stefan Grzesiak hat ja die CD eingesungen. Dann hat er jetzt für das Konzert noch die Petra Linz-Aldig angesprochen und den Michael Schulte. Und die drei machen einen super Gesang. Also das wird noch mal viel, viel besser als auf der CD. Und die CD mit eingespielt haben auch der Fabrice Fortré am Fagott und die Annabelle Bartel, die spielt Harfe. Fagott und Harfe ist natürlich besonders, ne? Das ist zum ersten Mal, glaube ich, dass das in einer Rockband zusammenkommt. Und ansonsten ist die Musik auch wirklich sehr, sehr rockig zum Teil. Und da darf ich aber nochmal zu sagen, also es kommt sowas von genial rüber. ich durfte ja bei einer Probe dabei sein und es, also das nimmt einen richtig mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Zwei sehr glückliche, sehr bewegte junge Männer habe ich hier. Ihr müsst mal sagen, so Altersdurchschnitt bei euch ist ungefähr? Also ich bin über 50. Ja, ich bin knapp drunter, Age. Okay, also. Aber alle, jung geblieben. Ja, jung geblieben. Jung wir wollen geblieben. Ja die Schüler nicht alle verschrecken. Nein. wir haben auch, bevor ich das vergesse, ich habe euch noch was mitgebracht. Wir haben hier 4 Karten für Samstag und Sonntag für das Konzert, die ihr dann gerne verlosen dürft. Und eine CD dürft ihr auch gerne an eure Zuhörer verteilen. Das heißt also, an Sie geht das. Also wenn Sie jetzt gerade denken, weißt du was, das möchte ich mir doch gerne anhören. Wie viel hast du mitgebracht? Lass mich gucken. 1, 2, 3, 4. 5 CDs habe ich hier und 2x2 Karten. Also wenn Sie sich unter 0800 98 5 98 5 schnell bewerben, dann können Sie sich das nächste Woche live angucken. Und wenn Sie die CD hier abgeholt haben, können Sie mitnehmen zum Konzert und sich vielleicht sogar noch signieren lassen. Wer weiß, was die mal wert wird. Genau. Oder geht das Telefon schon? Wir machen Musik, sprechen gleich weiter hier bei uns bei Radio Bochum. Jetzt hätte ich fast meinen Einsatz hier verpasst. Wir machen gerade Fotos für die Facebook-Seite, damit Sie auch gleich sehen können, wie die aussehen, Uli West und der Jörg Wollenberg. Bevor es dann gleich schon wieder Schluss ist mit Frühstück hier bei uns bei Radio Bochum. Ging schnell, ne? Ja, aber sowas leider. Von. Ja. War schön hier, echt. Ja, so soll das sein. Frühstück mit ist immer eigentlich total schön. Und oft sind die Leute sehr aufgeregt. Wart ihr vorher aufgeregt? Ja, ich war schon ganz schön aufgeregt. Also, auf jeden Fall. Aber macht man nicht alle Tage. Aber es ist wirklich eine tolle Atmosphäre hier. Und aber so Aufregung gehört ja auch zum Rockstar-Dasein, oder? Genau. Im Konzert muss man auch ein bisschen aufgeregt sein. Werden wir am Freitag und vor allen Dingen Samstag und Sonntag auf jeden Fall auch. Bestimmt auch, ne? Du hast ja noch ein anderes, also einen Brotberuf, ne, Uli? Hilft dir das? Sag mal, was du bist. Ja, ich bin Psychoanalytiker, habe eine Praxis in Hattingen. Beim Musikmachen hilft mir das nicht. Das Musikmachen ist mehr so Hobby und Entspannung und Ausgleich zu der Arbeit. Ich dachte vielleicht so, hast du irgendwelche Techniken, die du dann benutzen kannst, wenn du merkst, du wirst so aufgeregt? Bin eigentlich auch nicht. Also es gehört dazu. Ich habe gelernt in meiner Musikergeschichte, dass Lampenfieber ein Teil von einem Auftritt ist und ja, das gehört dazu und da muss man mitleben. Da muss man durch. Ne? Also so ein bisschen Nervosität bringt einen ja auch mal so ein Stimmung, bisschen in Schwung und fährt die Systeme hoch. Ne? Also da will man wach. Ja, klar, absolut. Und dann stellt man sich auch den Herausforderungen, zum Beispiel des Frühstücks im Radio. Ja, genau. Ihr habt noch ein Lied mitgebracht, von dem wir gleich noch ein bisschen was hören wollen. Was sind eure Lieblingslieder? Ich habe jetzt mal nochmal auf die CD geguckt hier. Oder habt ihr euch überhaupt auch alle einfach mal ein bisschen mehr mit Lyrik beschäftigt jetzt durch die Arbeit an diesem Projekt? Also, genau, dadurch bin ich eigentlich tatsächlich nochmal dazu gekommen, viel mehr mich mit Lyrik zu beschäftigen. Und interessanterweise, ich habe das von ganz vielen gehört, die lange nicht mehr in Gedichtbände reingeguckt haben, ne, über die CD sind die mal wieder dazu gekommen, Gedichte zu lesen und finden das ganz spannend. Das ist ein bisschen auch gewünscht, jetzt nicht unbedingt, aber das freut mich sehr, dass das den Effekt hat. Ich befürchte ja manchmal, dass das mit dem Alter zusammenhängt. Wenn man keine 25 mehr ist, irgendwie, dann fängt man, irgendwann kommt man wieder auf Gedichte, ne? Ja, vielleicht nimmt man sich auch mal einfach die Zeit dafür. Ja. Ne? Für Kunst muss man sich ja auch Zeit nehmen.
Das ist ein Appell gewesen. Ja, ganz genau. Für nächsten Samstag und Sonntag, da sind die Lyriklieder live und haben ihre Premiere in der St. Nikolauskirche an der Westenfelder Straße in Wattenscheid. Ein großes Projekt, 15 Mann sind dran beteiligt, 9 Musiker, 6, das konnten sich jetzt ausrechnen, ne? Ja. 6 Künstler noch. Und es gibt Musik, es gibt Kunst, es gibt Ausstellungen, alles gleichzeitig. Und wenn Sie das interessiert, und dann, ja, es und? Es gibt noch ein Catering von der Kolping in Westenfeld. Ja, ja. Da ist ja der erste Advent und es wird Glühwein geben. Hey, hallo. Wenn das dann auch noch kühl bleibt, ist das super perfekt. Das muss man allerdings natürlich selber bezahlen, aber es ist nicht der Eintrittspreis drin. Aber das finden wir ganz toll, dass die uns da so auch unterstützen. Ich wollte gerade sagen, dass den Eintrittspreis schaffen wir so gerade eben noch. Wir haben gerade schon was verlost. An 2 Karten, die sind schon weg, oder 2x2 Karten, die sind schon weg. CD haben wir noch eine, wenn Sie also noch mögen, 0800 98 5 98 5 und die 0. Das ist unsere Telefonnummer, falls Sie eine CD haben möchten von diesem Projekt, das an der nächsten Woche dann Premiere hat. Ich danke sehr fürs Hiersein, Uli West und Jörg Wollenberg. Und hier ist nochmal ein Stück von der CD, das heißt, versuch es. Ich gucke gerade mal, von wem ist denn das? Wolfgang Borchert. Von Wolfgang Borchert, bitte.